So, Servus. Heute mit dem Ding, wo ich gestern schon anfangen wollte. Da haben mich die Kinder nicht gelassen. Ich hoffe heute mal. Kann natürlich sein, dass ich zwischendurch mal wieder weg muss. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir schauen mal. Ja, wir haben hier eine etwas leichter bekleidete Dame. Priesterin. Ich weiß, wenn unsere Priester so aussehen würden. Da würde ich wohl auch auf das Feiern Gottesdienst gehen. Und das ist eine Priesterin der Hera. Von Futsomeniacius. Kann halt sein, dass ich zwischendurch mal springen muss, wie gesagt, wegen der kurzen. Mal gucken. Die hatte ich mir extra aufgehoben für den Stream, weil ich denke, da kann man ganz gut mit euch ein bisschen was dran machen. Ob ich das Base dann genauso mache wie bei den Rest der Griechen, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich doch ein neues, weil ich wollte es eigentlich schon als eigene Fraktion irgendwie machen. Das ist jetzt ein Heiler, der ist auch fertig soweit. Und wir fangen einfach mal an. Jetzt erstmal mit Haut. Da hat sie ein bisschen was. Ach, und zur Feier des Tages gönnen wir uns einmal noch einen Pinsel. Noch irgendwas mitteldickes. Der hier sieht doch ganz gut aus, oder? Der ist nicht zu dick, der ist nicht zu dünn. Und nehmen wir den. Dann müssen wir aber gucken hier, wie weit das hier runter geht. Ich dann praktisch eine neue Fraktion. Nachdem ich mit meinen normalen Griechen soweit durch bin, klar, da könnte ich noch hier und da was zumachen. Aber generell bin ich damit durch. Ich gucke mir noch ein bisschen was besseren Zoom kriege. Moment. Genau. Eigentlich ist ja Hera so gar nicht mein Ding. Ich bin eher ein Mann, des Poseidon, Gott der Meere. Den gibt es aber bei Mortal Gods bis jetzt noch nicht. Den Priester oder die Priesterin. Ich tippe mal, dass es dann eher ein Priester sein wird, wenn es sowas geben sollte.
gibt's noch Zeus. Zeus fand ich jetzt aber eher langweilig, weil Zeus ist neben der anderen Fraktion Hades wieder sowas, was jeder macht. Hades ist natürlich ganz cool. Ich hätte noch Untote hier, die auch gut passen würden. Das Tote habe ich schon so viel gemacht und dann dachte ich mir, machst du doch einfach mal was, was dich wieder ein bisschen aus deiner Komfortzone. Untote. Servus Christoph. Heute wieder nicht scharf stellen, ne? Jetzt aber. Was dich so ein bisschen aus deiner Komfortzone und Tod herausbringt. Und da habe ich mir diese Hera-Priesterin mal mitbestellt. Und dann dachte ich mir, ich fange da mal mit an. Da mein Ritterprojekt noch ein bisschen auf sich warten lässt. Und mal mit euch ein wenig an ihr herum. Genau. Das ist die Priesterin. Ich bin jetzt gerade bei der Hautfarbe. Als nächstes kommt dann gleich ein Wash. Für die Haut. Und dann kommt das Kleid. Da hatte ich erst überlegt, es wieder in so einem weißlichen Ton zu machen. Finde ich aber tatsächlich ein bisschen langweilig. Möchte meine Kontrastfarbe ausprobieren und da hatte ich jetzt grün. Aber ich kann ja gleich mal die Kamera halten. Oder Türkis zur Auswahl. Und war schon relativ geistig in dem Grün. Kurz die Farbe trocknen lassen. Geistig schon in dem Grün, warum spielt er die Musik jetzt nicht weiter? So. Und haben wir dann gesehen, auch auf dem Bild dann, dass die gute Dame hier jetzt schlicht hier irgendwas in der Hand hält. So. Ich habe da mal Putzzeug geguckt, die haben das einfach grün gemacht. Das könnte jetzt so ein Pflanzenwedel sein. Wenn man es jetzt frei auslegt, könnte es auch eine Straußenfeder sein. Und dann ist ja Hera, zumindest die älteren Semester wie ich, die mit der Serie Herkules groß geworden sind. Wissen wir auch, dass Hera da ja immer mit so einem, nicht Strauß, ein V, mit so einem V. V immer mit, was mit Faun da war. Mit einem V war nicht. Mit Faun, Faun ist immer was anderes. Purple will ich nicht. Black Templar will ich auch nicht. Oder kann ich die Haare mal mit versuchen zu malen mit Black Templar? Org Flash, nee. Kurzes Grüne verschleppt. Ist egal. Ich würde es mit dem. Auf jeden Fall die Robe mal mit dem Türkis versuchen.
In der Hoffnung, dass das aussieht. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Wash für die Haut. Falscher Pinsel. Und wie gesagt, das Bild bei Futsal gibt nicht so viel her. Das ist das Problem in der ganzen Kiste. Ich kann das gleich auch gerne nochmal raussuchen. Das Wash muss ich gleich hier erstmal einziehen. So. Ja, aber weiß finde ich schon langweilig. Weiß habe ich auch überlegt, es zu machen. Beziehungsweise Palette Witch Flash, aber das finde ich so langweilig. Ich glaube tatsächlich, dass so ein Türkis oder so das Ganze noch ein bisschen mehr betont als dieses Weiß, weil. Weiß, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es im griechischen mythologischen Kontext ist, für was Weiß da steht. Bei uns ist es ja eher so die Farbe der Unschuld. Ich gucke nebenher mal kurz wegen dem Bild, dann gucke ich mal, dass ich das hier noch reingeladen kriege. Und ich finde, Hera ist ja nun die Göttin auch der Familie und der Ehe. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und da finde ich Weiß ist nicht so passend. Außerdem wollte ich mal eine Kontrastfarbe ausprobieren. Das kommt dazu. So. Guck ich mal, dass ich das Bild hier schnell runtergeladen kriege und euch einfach mal drauf werfe. Ja, Priestess of Hera. Eine Webgrafik, ja, kriege ich nicht hin. Dann muss ich das anders machen. Ja, obwohl sie natürlich da überall weiß dargestellt werden auf den meisten Bildern, die ich so sehe. Aber ich finde Weiß einfach langweilig. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das mal irgendwie hochgefahren kriege. Ja, Weiß wäre klassisch, aber das ist halt eben langweilig. Nehmen wir mal eine Diashow, die gucke ich mal eben. Moment. Da sind noch die Echsen drin. Orks und Christian sind hier noch drin. Fügen mal dazu. Ja. Zuck. So, das wäre das Bild. Und man sieht halt dann hier diesen Salat, Kohl, ja. Und ich finde das Weiß irgendwie. Natürlich hebt das dann den Busch da wieder ein bisschen hervor. Ich finde den Busch jetzt aber nicht besonders schön.
Und ich finde den Faltenwurf da unten noch nicht so schön. Also ich würde es tatsächlich mit Türkis mal versuchen. Mit einem Layer drüber pinseln kann ich es immer noch. Und gucken uns das erstmal an, wie es sich verhält. Doch ganz gut aus, finde ich. Ganz kurz hier. Kurz ohne Brille ein bisschen malen, dann sehe ich es ein bisschen besser. Genau, das ist halt das Ding, es muss mir halt gefallen und ich weiß ja, ich wollte mal wieder was anderes probieren. Ich finde so ein Grün an sich so, also ein Türkis, das ist eher grün. Nicht schlecht, aber das ist mir zu grün. Also zum klassischen Weiß. Oder was gelernt. Also es sieht jetzt so aus. Ich denke mal, da gehe ich noch lieber zum klassischen Weiß. Die Farbe muss ich jetzt aber aus der Kinderreichweite stellen, denn die war offen. Ja, Hera, genau. Wir mal kurz warten, während das kurz trocknet. Hera ist die Göttin des Zeus, des Göttervaters, und auch gleichzeitig seine Schwester. Oho. Was sagt man dazu? Und somit ist sie die Tochter von Kronos und Rhea. Also, sie gehört zu den 12 olympischen Gottheiten. Genau. Zu ihren Attributen zählen der Kuckuck, der Pfau, die Kuh und der Granatapfel. Ja, das ist der Pfau, hatte ich ja schon mal gesagt, der Granatapfel. Sie wird gewöhnlich dargestellt mit Krone oder Diadem und einem Zepter. Und sie ist eine relativ eifersüchtige Göttin, weil sie gerade diese ganzen Liebeleien, die ihr Mann da immer in der Weltgeschichte hat, nicht besonders toll findet. Aber auch wenn sie immer ein bisschen mürrisch ist und ein bisschen erzürnt ist, leistet sie jetzt auch keinen offenen Widerstand gegen ihren Mann, sondern bedient sich dann meistens der List und ja, versucht dann hintenrum sich an ihren Konkurrentinnen zu rächen. Wer die Herakles oder Herkules Serie, wer die Saga kennt, weiß, wovon ich rede. Ja. Nehmen wir mal kurz hier konzentrieren. Wie gesagt, ich hatte mit Hera nie wirklich viel am Hut. Ich habe früher sehr viel, also ich habe Homer gelesen. Nicht nur den Odysseus, sondern die Ilias als erstes. Ich habe Herakles gelesen.
und Rust ist. Es läuft gut. Es verläuft gut und es macht es ja mit dem Überpinsel mit dem Layer nicht einfacher. Genau. Aeneas habe ich gelesen. Fand ich auch sehr cool. Und generell bin ich ein großer Fan der griechischen Mythologie. Ich ziehe tatsächlich die griechischen Gottheiten, Götternamen den römischen auch vor. Weil ich mich da einfach von den Namen noch einen Tacken besser auskenne. Wie gesagt, ich muss gerade ein bisschen hier dicht mit dem Kopf ran, ohne Brille. Da sehe ich die Feinheiten ein wenig besser. Schlimmste schon mal geschafft. Das ist schon mal gut. Man sieht es auch gerade nicht. Ich komme aber gleich wieder ins Bild, damit keine Bange. Ich muss nur eben, wie gesagt, hier mal an den Feinheiten arbeiten. Ich weiß ja, nur ich wollte mit meinem Kopf nicht rein ins Kamerabild. Deswegen geht es gleich weiter. Der Zoom ist jetzt halt ein bisschen dichter, dafür ist das Kamerabild dann kleiner. Ja, die gute Hera. Hatte ich früher nie so den Zugang zu, habe ich nicht so gemocht. Wie gesagt, ich bin ja eher so der Poseidon-Mensch. Athene fand ich noch ganz cool. Artemis, Göttin der Jagd. Gut, Aphrodite, wie könnte man nicht? Jetzt natürlich ein wenig aus Mangel an Auswahl. Erstmal Hera und ich muss sagen, so ein Harpien finde ich eigentlich ganz cool. Die haben die so drin unter anderem. Auch wenn die Hydra jetzt, glaube ich, gerade eher Ares im Regelwerk zu verordnet wird. Nicht Ares, ach, Hades, Gott des Todes. Ares ist der Gott des Krieges. Finde ich die auch ziemlich cool, die Hydra. Ist halt ein dickes Modell bei Futsal. Aber reizt mich. Die Harpien reizen mich. Mal gucken. Gleichzeitig nehme ich sie so ein bisschen als Priester generell für meine Griechen erstmal.
Knauf im Schwert, alles klar. Ich dachte gerade schon, das hat mich auch gewundert. Einfach um eine Priesterin drin, erstmal einen Priester drin zu haben. Ja, muss man mal gucken. So. So sieht das jetzt aus. Dann machen wir jetzt die Haare. Da werde ich dann auch mal einen Kontrast nehmen, der Schwarz. Templar. Doch da wieder einmal kurz ohne Brille. Wenn ich sieht, wenn ich so hoch halte, dann kann ich es auch eben hier schnell hinziehen und glatt ablegen. Das geht auch. Da noch so ein Haarband. Dann hier auch noch. So. Und zurück mit der Brille. Ja, tatsächlich, das war es besser aus als das Türkis, da gebe ich dir recht. Auch wenn das Weiß scheiße zum Waschen ist hinterher. Mal gucken, wie ich das mache. So. Da oben muss ich nochmal dran. Da verläuft es mir noch zu sehr. Wie gesagt, ich mal ganz selten mit Kontrastfarben und dann meist mit Skelettenhaut. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Kann ich mich jetzt gleich mal um das Schwert kümmern. Die Farbe kindersicher weggestellt. Das Kurzschwert bitte. Ohne viel Schnickschnack kriegt es. Danke. Noch bin ich auch zufrieden. Jetzt trocknet das mir eben gut durch. Denn jetzt müssen wir noch das Grünzeug hier machen. Das Haarband. Gold für die Klinge, für das Schwert. Und ein Wash. Und dann ist die Madame auch schon fertig.
Nach dem Wash vielleicht mal mit Weißbürsten, ich weiß es noch nicht genau, mal gucken. Jetzt muss aber erstmal trocknen kurz. Genau, also wie gesagt, Hera ist eigentlich an sich so, nie so wirklich mein Favorit gewesen. Aber warum nicht, ja? Ansonsten, während wir hier auf die Trockenen warten. Geht's halt in der Hinsicht dann demnächst weiter. Ja, ich muss den nächsten Kings of War Talk auf jeden Fall mal machen. Ich werde dieses alle meine Regelwerke mal machen. Ich habe ein bisschen ausgemistet bei mir. Und bin da halt so recht weit mit der Ausmisterei inzwischen auch gekommen. Das Gold, das in jedem, meiner Meinung nach, in jedem Mal-Dings nicht fehlen darf, das Retributor Armor. Finde ich tatsächlich das beste Gold, was ich jemals hatte. Deckt nach wie vor super. Ja, tatsächlich sind es einige Regelwerke, die hier stehen. Es ist noch ein bisschen was rausgeflogen. Mal gucken, was ich damit mache. Ich werde dann mal noch sagen, habe ich noch hier, wer haben will gegen den kleinen Obolus. Sind tatsächlich einige Regelwerke, die hier stehen. Tja, das ist Gemüse. Das ist ein Mood Green. Das wäre natürlich schon ein ziemlich cooler Kontrast. Oder nehme ich das Goblin Green? Das ist ein bisschen dunkler. Ich glaube, ich werde mal das Goblin Green nehmen. Servus, Lipfel, grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Ich muss mir mal die Brille abnehmen, weil jetzt wird es mal ein bisschen fummelig. Ich bin mal kurz aus dem Bild. Denn hier ist das Weiß noch nicht ganz getrocknet an einer Stelle. Ich ein Salatblatt. Ich halte es gleich in die Kamera, keine Bange. Gerade bin ich ganz zufrieden, dass ich meinen eigenen Plan daraus einen faulen Fehler zu machen, nicht in die Tat umsetze.
Muss ich gleich mit Weiß nochmal ran. Ausbessern. Ja, fällt einmal alles so auf. Das ist eine Hera-Priesterin von Futsomiyeshus. Heute hat das im Scharstellen für Mortal Gods. Gucken. Ist das Weiß noch? Das Weiß ist noch. Kann ich gleich mal kurz ausbessern hier. So. Nicht so viel, dass ich demnächst, was du verpasst hast, habe ein bisschen was zum Thema Hera erzählt. Nicht so sonderlich viel also. Dass ich demnächst eine kleine Reihe mache. Ein bis zwei Folgen werden es bestimmt, vielleicht sogar drei, mit dem Thema alle meine Regelwerke. Mal gucken, was ich hier so im Schrank stehen habe. Und was ich vielleicht schon nicht mehr im Schrank stehen habe. Ja, so sieht es jetzt aus. Ich nehme den Zoom mal wieder ein bisschen raus aus der Kamera. Vielleicht hilft das dann mit dem Scharfstellen auch wieder. Der nächste Kings of War Talk muss kommen, ja. Also muss nicht, aber ich möchte es jetzt auch langsam mal machen, der letzte ist lang her. Jetzt noch die Lederschnur im Haar. Und das war's. Dann noch ein Wash und dann ist die gute Dame, kann die aus Base. Dann stellt sich mir die große Frage, welches Base-Design macht der Herr? Wie gesagt, das ist auch aus der Reihe. Hab ich am Anfang mal reingehalten. Das ist ein Heiler, der ist jetzt fertig. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Base-Design auch für meinen Hera-Kult nehmen möchte. Mal gucken. Leder, dann muss ich einmal die Brille absetzen. Dann geben wir der ganzen Sache dann noch ein bisschen Zeit zum Trocknen, bevor ich dann dieses Modell mit dem flüssigen Talent versaue. So. Danke. Jetzt haben wir mit Schnacken und etwas Ummalen 41 Minuten an dem Ding gesessen und das Ding ist fertig in meiner Welt, außer Wash und Base. Gut, an der Figur ist nicht viel dran. Wie man es nimmt. Lassen wir die gute Dame kurz ein bisschen trocknen. Und in der Zeit habe ich ja noch was anderes hier, was dringend mal weitergemacht werden muss. Also, wie viele andere Sachen auch. Ja, hab's übrigens hier, Christoph. Ja, das könnte ich machen, aber ich habe hier diesen Rand und ich muss das dann für die gesamte. Ja, das könnte bestimmt was sein. Was spielst du denn eigentlich sonst so? Lipfel. Hier, das muss ich absäbeln und das ist dann nichts von. Ich muss sich alle anderen dann auch da drauf setzen und ich müsste auch für die Sammelbasen sowas irgendwie hinkriegen und das ist so. Aber Christoph, hier ist es mal, wer gesehen hast. Ne? Es geht voran. Aber das wollte ich jetzt gar nicht machen. Während wir warten, dass die gute Frau durchtrocknet. Hol ich mir mal mein Ushabti-Bone. Stell die Frau weit weg. Das ist auch schon beim.
ausdrucken zu gucken kannst. Und ich habe ja noch sowas hier, ne? Der zweite heile, fast heile. Bis auf hier oben. Aber es macht nichts. Soll eh in der Wüste rumstehen, wo die Untoten hausen. Von daher kann das auch noch ein bisschen kaputt sein. Ja, so langsam komme ich voran, auch mit der Union. Ich habe gerade so einen Schwung. Dann machen wir es mal wieder so, wie letztes Mal auch. Der andere war halt ein bisschen leichter, weil der nicht so eingelassen war. Und ich muss sagen, wegen diesem Eingelassen habe ich mich auch in der letzten Zeit ein bisschen um diesen Obelisten gedrückt. Nur jetzt müssen wir eh gerade warten. Und da können wir zumindest schon mal die eine oder andere Seite von dem Obelisken hier die erste Schicht drauf bürsten. Zwei kaputte. Ich habe noch einen Outpost, so einen Watchtower irgendwie. Wie ich den mache, weiß ich noch nicht. Die kaputten möchte ich genauso machen wie die heilen. Die stehen dann halt ja eh irgendwo noch rum, bilden Hindernisse. Ja, Warhammer und DSA. DSA habe ich früher auch sehr, sehr viel gespielt. Da baue ich für DSA baue ich mit dem Saga Age of Magic so nebenher eine erste Truppe auf. In der DSA-Welt. Da hat es mich ins Zwelttal verschlagen. Gebürstet und gebürstet. Jetzt weiß ich auch, warum ich keine Lust hatte, das weiterzumachen, weil das echt eine ziemlich tröge Angelegenheit ist. Aber es muss gemacht werden. Die Modelle sind halt da und die wollen Farbe kriegen und wollen dann irgendwann auch mal aufs Spielfeld. Du entwickelst ein Tabletop. Ich glaube, da hat es mir schon mal von erzählt, oder kann das sein? Oder bin ich jetzt. Aua. Oder bin ich jetzt auf dem Dampfer? Und so auf dem falschen welchen? Na ja gut, mit der Tochter geht es ja dann noch mit dem Spielen, denke ich mal. Unser Eins kommt ja momentan dann eher nicht so. Aus Gründen.
eine Seite. Das war dann die erste Schicht. Die zweite Brustschicht kommt dann später. In einem helleren Ton. Für diese Farbe brauche ich noch einen Ersatz, der nicht von GW ist. Farben doch beim Austrocknen zugucken kann. Und das nervt. Mal antrocknen und wir kommen noch mal zurück zu unserer Madame. Und da waren sie meine fünf Probleme. Jetzt dieses Weiß waschen, das wird ein großer Spaß, weil ich da jetzt eigentlich fast nur verlieren kann, indem ich den Pinsel hier sauber gemacht habe. Das ist halt, geht uns allen so mit dem Treffen. Ich glaube, Christoph und ich haben uns dreimal getroffen. Oder zweimal zum Spielen, oder? Aber sonst wirklich getroffen haben wir auch niemanden. Ja, über die Kinder halt nochmal so ein bisschen, aber das war dann auch immer draußen. So. Jetzt versuche ich es mal mit ganz wenig Wasch nur. Das war zu wenig. Ja, das geht. Das finde ich gut, das geht. Ist auch gleichzeitig hier, na, jetzt ist es ein bisschen viel gewesen. Ist auch gleichzeitig hier eine ganz gute Übung für meine Hochelfen. 9, die ich immer noch mal malen möchte, und für die alten, die ich überarbeiten möchte. Damals habe ich mich auch noch keinen Wash gehabt. Oder wie Christoph sagen würde, flüssiges Talent. Das hier ganz fein macht. Das ist halt nicht mehr schneeweiß. Die Klinge.
Habe ich. Ach. Der Standard. Agrax Earthshade. Das ist eine von den GW-Farben, die ich auch nicht missen würde. Missen möchte. Wenn noch viele andere rausfliegen, so nach und nach. Aber diese Washes von GW, die mag ich. Die sind gut. Genau wie die Technicals. Kann ich auch nur so empfehlen. Auch das Avalon Sunset, beste Gelb, was ich je hatte. Und das Retributor Armor gerade. Das Gold. Aber generell ist die Dame jetzt fertig. In meiner Welt. Also, wenn du bis jetzt nie gewasht hast, einmal wasch drüber und die Figuren sehen gleich zigmal besser aus. Wenn du mich fragst. So, noch schnell aufs Base setzen. Das heißt, kurz trocknen lassen. Derzeit bürsten wir hier unten rum nochmal. Gut, dass ich so viele Trockenbürstpinsel habe. Dann ist die Dame fertig. Außer das Base. Da muss ich nochmal in mich gehen, ob ich das auch so mache. Oder ob ich ein bisschen mehr Vegetation drauf knalle. Hier kommt auch noch mal eine zweite Schicht drüber. In einer helleren Farbe. Also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen schlurig teilweise ist, aber da hat auch schon der Wind über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausend dran gemacht. Army Painter, Army Painter, ja, habe ich auch Farben. Ich weiß, habe ich den Strong Tone oder den gibt es da Medium Tone? Ich glaube, den Medium Tone ist das, wäre es bei Army Painter, glaube ich. Also ich nehme auch inzwischen noch einige Farben von Army Painter. Ich habe dann so langsam auch meine Liebe für entdeckt. Ich mag auch Scale, ich mag auch Vallejo. Wie gesagt, von GW möchte ich in der Regel weg, von den Citadel-Sachen, von vielen Farben, weil die mir einfach zu schnell, zu sehr austrocknen. Leute, die mit den Farben extrem zufrieden sind, dann sollen sie auch bitte damit malen. Das ist alles gut. Jeder so wie er mag. Solange Farbe auf die Modelle kommt. Genau, dieses ganze Gestreite um was ist besser, das ist mir relativ wurscht, solange ich mit den Sachen malen kann. Das ist das Entscheidende. Mann, habe ich die schon ziemlich weit getrieben, die gute Frau, das ist ja richtig cool. Freue ich mich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich es so schaffe.
So. Nehmen wir etwas Sekundenkleber. Bebt. Etwas Sekundenkleber. Und etwas Leim. So. Ja, das sollte jetzt natürlich nicht passieren. Normalerweise klebt das sofort. Dann drücken wir es nochmal kurz an. Und warten kurz. Das war der Vorführeffekt. So, und das ist dann auch so der Abschluss für heute. Dass ich bis hier ungestört durchgekommen bin. Da möchte ich mein Grip nicht weiter auf die genau. Sekundenkleber und Leim klebt wie Hulle normalerweise. Also ich habe meine. Ich zeig's dir irgendwann mal. Hier. Ich habe hier die Skelette. Ja? Die setze ich, wenn ich die bemalt habe, auf ihre Regimentsbasen drauf. Ja? Das heißt, ich mache Sekundenkleber. Ich mache Leim hier drauf, drücke die einmal aufs Base, mache dann auf die Stelle auf dem Base das Sekundenkleber und setze sie drauf. Und ich habe da noch nie Probleme mit gehabt, das klebt wie Hulle. Das ist ein richtig schöner Zwei-Komponenten-Kleber, denn der Sekundenkleber braucht Flüssigkeit am besten, um zu trocknen, schnell zu trocknen, und der Leim möchte, um zu trocknen, seine Flüssigkeit abgeben. Und deswegen, ja, jetzt klebt es. So. Ich sag mal, eine Dame ist fertig. Space noch machen. Eigentlich für, dafür mache ich das ja hier. Wenn Fragen sind, immer her. Auch bei Discord, wie du weißt, kannst du mich immer fragen. Dankeschön. Bin auch sehr zufrieden. Da kommt halt jetzt noch. Naja, ein bisschen von meinem Sand drauf, und dann werde ich es wahrscheinlich ein wenig grüner machen als das. Soll ja auch eine neue Fraktion werden. Auch wenn ich die mit den normalen Griechen spielen kann, und im Notfall hole ich mir einfach noch eine zweite und stelle die dann als Priesterin zu meinen normalen Griechen dazu. Die gehen ja wirklich, wie man gesehen hat, geht die Frau wirklich schnell. Ich denke, effektive Mahlzeit, halbe Stunde, und dafür ist Battle Ready. Sieht auch einigermaßen vernünftig aus. Ich bin damit zufrieden, das ist die Hauptsache. Hätte man natürlich noch ein bisschen mehr rausholen können hier und da, aber ich bin damit 100% zufrieden. Ja, und dann werde ich mich an dieser Stelle einfach mal ausklinken. Vielleicht bin ich gleich noch kurz drüber im Discord, weiß ich noch nicht genau, im Voice. Hat Spaß gemacht mit euch. Demnächst, wie gesagt, die Regelwerkgeschichten, dann, wenn die ersten Ritter da sind, auch das mit den Rittern, was ich vorhabe. Kings of Water kommt halt auch wieder. Ja, mal gucken. Da brauche ich noch Bilder von Echsenmenschen. Da muss ich noch mal mit Andreas sprechen, der wollte mir seine mal schicken. Und dann schauen wir einfach weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen und vielleicht noch ein, zwei Skeletten, ein bisschen Farbe drauf schmeißen. Vielleicht noch drüber im Discord abhängen, mal gucken. Wünsche ich dir auch. Und bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.